the story so far. Agent 47 and his handler, Diana Burnwood, are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Und damit herzlich willkommen zu Hitman 2 in Hitman 3. Willkommen zurück zu Hitman. Wie ihr seht, mache ich weiter. Selbstverständlich. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants. And yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Ja, ein kleiner Einbruch in dieses wunderschöne Strandhaus. Auch diese Mission habe ich bereits gespielt. Das ist die vorletzte von denen, die ich kenne, tatsächlich. Und wir schauen mal, dass wir in dieses Haus einbrechen. Ich habe es letztes Mal extrem lange gebraucht, weil ich mir natürlich wie immer alles 100% angeguckt habe. So wird es auch dieses Mal sein. So mache ich es nämlich eigentlich jedes Mal, dass ich mir in Ruhe die Mission angucke und sie danach 100% spiele. Fun Fact, aus Hitman 1 konnte ich jetzt immer noch eine Mission nicht 100% spielen. Die anderen habe ich jetzt angefangen langsam. Bin jetzt gerade in Marrakesch ein bisschen weiter. Allerdings bin ich bei Sapienza immer noch an Grenzen gestoßen. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. You should be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area, 47? Ja, okay, wenn du das sagst, Mäusken. Wir schauen uns erstmal hier ganz in Ruhe um. Bin mir gerade nicht sicher, ob es geklopft hat. Ich wüsste nicht warum, weil wir haben eine Klingel, aber möglich ist ja bekanntlich alles. Ich kann hier einfach rein, möchte ich mal kurz anmerken, ne? Ja. Wir dürfen hier einfach nur keine Alarmanlage einschalten. Das sollte ja für einen 47 nicht so das harte Problem werden. Tür ist verschlossen, aber hier liegt ein Schraubendreher. Wunderschön. Ja, wir wurden zum Glück eben nochmal zusammengefasst. Es waren jetzt 3 Tage kein Upload, also 3 Sonnen- und Mittwoch, Sonntag und Mittwochs, genau. Drücken Sie H, um Gegenstände wegzuschicken. Ne, mittlere Maustaste. Also H geht auch, aber warum sollte ich H drücken, wenn ich mittlere Maustaste drücken kann? Mal Tor auf. Bodies. Male and female. Early 30s. Executed. I see them.
Poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Sieht so aus, als wären die gefoltert worden. Hier steht eine Autobatterie. Das ist aber sehr auffällig hier alles mit, ne? Masks. Rope. Chloroform. Looks like another kidnapping. I wouldn't put it past them. The Shadow Client is nothing, if not industrious. Why is he doing this? Clearly, he has an axe to grind with Providence. Big enough to surround himself with murderers and terrorists. Big enough not to care who gets hurt in the process. He believes he's doing the right thing, I suppose. Just like everyone else. Durchsuche das Haus. Wieso kann ich die Autobatterie nehmen? Die lassen wir mal hier. Kann man wahrscheinlich einmal mit weghämmern. Gibt schon kleine Autobatterien übrigens. Wir gehen noch nicht ins Haus. Da kann man betreten. Geben wir einen Schraubenschlüssel. Hallo. Brauche nicht. Ja, wir gucken uns wie immer erstmal ganz gemütlich um. Spind öffnen. Brauche ich einen Dietrich und eine Brechstange? Okay. Warum auch immer überall Molto Bene rumsteht. Verstehe ich nicht ganz. Aber ist ja auch nicht mein Bier. Vergiften Honig, vergiften Zucker. Vergiften Wodka-Glas. Ich glaube, ich habe sie letztes Mal umgebracht, indem ich das hier vergiftet habe. Ich glaube, sie nimmt Zucker in ihren Tee oder so und dann habe ich sie ertränkt. Das war relativ easy. Was kann ich da hinten machen? Schließen, Jalousien. Sehr auffällig, dass dieses Haus hier offene Jalousien hat, Leiche in der Garage, ne? Also klar, man könnte meinen, sie geht natürlich davon aus, dass sie nicht erwischt wird. Ist sich ja sicher mit dem, was sie tut. Kiora, Ari from Kiwi Repair here. Don't know when you folks are back in town, but give me a shout so I can swing by and fix that pesky bathroom ventilation system for you. And good news for urban fantasy fans. Found something. Looks like. Einsatzbericht der Miliz. Einsatzbericht zu allen größeren Milizangriffen seit der Entführung von Thomas Cross. Berlin, Shanghai, der Mord an Rex Larsen, dem Speditionsmagnaten in Montreal vor ein paar Tagen. Offenbar hatte bei allen Reynard die Finger im Spiel. Berlin, Shanghai. Every major malicious strike since Thomas Cross's kidnapping. Looks like Reynard had a hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Keep looking, 47. Ja, ja, ich keep looking. Ich mache aber erstmal alle Jalousetten hoch. Damit wir hier nicht erwischt werden. Ich meine, die waren alle unten, als sie weggefahren. Oh, hallo Fischies. Die waren alle unten, als sie weggefahren. Es ist ja kaum auffällig, dass sie jetzt alle oben sind, wenn sie wiederkommt. Nicht wahr? Ich speichere übrigens zwischendurch mal. Ich habe die Befürchtung, dass... Ja, okay. Ja, da sieht man die Razer-Sachen. Die kann ich einfach überspeichern, die sind unwichtig. Da bin ich innerhalb von 5 Minuten wieder. Ich habe mir inzwischen angewohnt, die Sachen relativ schnell wieder zu erspielen. Das ist übrigens arschdunkel, ich sehe gar nichts. By the way. Übrigens ein wirklich tolles, hübsches Haus. Und ich habe leichte Frame-Probleme gerade, wirkt mir so. Schwagen. Gönnung. Keine sichtbaren Objekte erlaubt. Wenn ich es wegstecke. Achso, wenn ich es weglege. Als Leibwache. Ja gut, im Leibwache bin ich gerade nicht. Okay. Wir gucken uns mal ganz entspannt weiter um. Hier liegt schon mal eine Münze. Münzen. Bin schon gespannt, wie ich das schneide. Theoretisch wird das ein relativ kurzer Part. Weil man das hier recht schnell erledigen kann. Ich werde es aber nicht recht schnell erledigen. Von daher... Jetzt halt doch kein kurzer Part, ja?
Man kennt mich, ich bin logisch. Warum ist das Fenster hier offen? Geh mal quietsche Ente. Natürlich liegt die auch direkt vorm Fenster, nicht wahr? Das sind zwei Sachen, aber eine davon kann ich nicht benutzen. Okay. Schlafzimmer. Natürlich machen wir mal die Jalousetten hoch. Und lassen den Fernseher natürlich aus. Glas mit Whisky. Aha. Quietschetier. Found something. A file on Rupert Pierce, founder of Dynasty Global. The world's largest internet retailer. If Pierce is a Providence operative, he's likely on the Shadow Client's hit list. But it's not what we came for. Keep looking, 47. Ist nicht das, was wir wofür wir gekommen sind. Okay, wenn du das sagst. Chef, wir schauen uns mal weiter um. Ich muss sagen, ohne den Blick sehe ich tatsächlich fast gar nichts gerade, weil es echt dunkel hier. Nicht, dass das nicht daran liegen würde, dass ich gerade hier auch alles zugemacht habe. Ich denke mal, das, was wir haben wollen, ist auf dem Computer. See if you can't access it. Sehr gut. Nicely done, 47. Getting caught on tape is the last thing we need. Here we go. For the office computer, no doubt. Lecker. Erstmal alles an mich nehmen, wie immer. Fun Fact: Was man nehmen kann, ist immer gut und umsonst. So. Was ist das hier? Entführungsplan. Appears Reynard's cell is launching another strike. Those are sewer maps of a residential area in Wellington. Well, there's nothing we can do about it now. Our priority is the Shadow Client. Geht klar, Chef. Öffnen. Ah, okay. Das hat man, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Ja, okay, doch, man sieht das schon. Okay, ich habe mich gerade ausgesperrt, geil. Habe ich inzwischen eigentlich eine Brechstange? Nö, ne? Doch, habe ich, nice. Ne, Dietrich habe ich. Aber ich möchte eigentlich wissen, was hier dran ist. Klappmesser. Waffe. Okay, oben war noch so ein Ding. Und vor allem möchte ich jetzt irgendwo mal... Gab es hier eine Treppe nach oben? Ich glaube, die war oben. Bevor ich an den Rechner gehe, speichere ich übrigens. Wir machen ja wie immer eine Story-Mission. Ich habe aber nicht mal eine Ahnung, ob es hier in dem Auftrag Story-Missionen gibt, weil das ja hier eigentlich eher so ein erstes Level ist, um wieder reinzukommen. Ist es halt wirklich. Was kann man hier machen? Vergiften Panikraum, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Und hier kann man das Bad vergiften, gehe ich mal von aus. Badezimmer. Ich speichere mal ganz kurz, weil ich wissen will, mit was wir das vergiften können. Ah, mit der Chloroformflasche zum Beispiel. Oder mit Rattengift. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, aber gut. Wer bin ich, das zu beurteilen? Gut, wir könnten sie also betäuben, wenn sie im Bad oder im Panikraum ist. Okay, das sollten wir uns merken. Ich würde sie gerne mit dem Katana exekutieren. Ich würde sagen, wir tapern jetzt mal zur Tat. Und gehen mal an den Rechner. Hallo, Alma. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well.
Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Ich glaube, sie können dich da oben sehen. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir gucken ganz kurz mal nach, ob es überhaupt Story-Missionen gibt. Gibt keine. Okay. Schade. Dann gucken wir, dass wir sowas machen. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Katana, während Sie Ihren Anzug tragen, verstecken Sie alle Körper. Aha. Okay. Durch eine Explosion. Ertränken. Ertränken ist relativ einfach. Gut. Ich würde sagen, wir versuchen mal das mit dem Katana, weil das habe ich gerade eh in der Tasche. Welcome home, Alma and guest. It's Orson. Orson. Ah, never mind. Ja, passiert auch noch was? Ich habe rausgetappt gerade versehentlich, Entschuldigung. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier oben nämlich auch reinkommen und das durchsuchen. Hallöchen. Tell me who it was we just kidnapped? House guests of the PM. The wife and two daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. The online retailer? Uh-huh. Donovan is back in London, working. He should receive the pictures as we speak. Donovan's boss? Hallo, Freund. Jetzt wissen wir, wir können sie mit Zucker vergiften. Who I am is not important. You have seen the pictures, yes? I will tell you exactly what to do. Hallo Freund. Do it swiftly and without question, and your wife and children go free, unharmed. Refuse or hesitate. And your family dies. Make a signal or warn anybody, and your family dies. Do we have terms? Not very convincing, Mr. Donovan. Take a deep breath. Much better. Now, you will take the stairs up to the top. Ich mach mal so und leg das hier hin. Knacken wir mal kurz das hier noch. Of luck, Mr. Donovan. We thank you for your sacrifice. Alter Junge. Langes Ding, ey. Gut. Das ist zwar eigentlich gar nicht mein Vorgehen hier in Hitman.
einfach alle auszuschalten, aber wir machen ja auch gerade ein bisschen was Spezielleres. Ich versuche gerade die Aufgabe zu machen. Könntest du dich bitte verpissen? Pass auf, wir machen das so, okay? Okay. It's probably Max again. Geil. Dann halt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir sie auch noch ausschalten, bevor sie sich noch denkt, ich könnte mal auf meine Terrasse gehen. Das wäre nämlich gar nicht mal so eine gute Idee für uns. Speicher übrigens nochmal. Ich glaube, ihn müssen wir gar nicht umbringen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Von daher, wir haben jetzt leider sehr wenig von ihrem Gespräch mitgekriegt. Wo ist denn die Dusche? Die ist auch hier, oder? Ja. Wer duscht denn mit Unterhose, Junge? Hätten sie ja wenigstens einfach nur verpixeln können. Schöne Dusche übrigens. Also wenn er gerade da so rumliegt, ne? Well done, 47. Now get off the property. Hey, Alma? Ja, Alma ist nicht da. Alma! Liegt hier irgendwas rum, was ihn erkennen lassen könnte, dass sie... tot ist? Haulige Mauli, auf einmal kommt er da raus. Was liegt da? Also ich habe zwar noch ein paar Sachen, um ihn abzustechen. Aber ich glaube, wir sollen ihn eigentlich nicht ausschalten. Ich wollte übrigens einen Shuriken haben. Gut. Man könnte natürlich die 100 Leichen von den anderen Toten finden. Das ist ein bisschen gefährlich tatsächlich. Die liegen da ja auch minimal auffällig überall rum. Aber wir können jetzt abhauen. Der Ausgang ist da hinten. Da sind ein paar Wachen auf dem Weg hin. Aber zu schlimm sollte das trotzdem nicht werden. Dann sollte das ein recht kurzer Part hier sein. Eigentlich habe ich ja die meiste Zeit damit verschwendet, 10 Kills zu machen. Die ich einfach nur machen wollte, um das, um die Errungenschaft schon mal freizuschalten. Also eigentlich, um das einfach nur geschafft zu haben. Keine Ahnung, wo sie den Hund haben, von dem sie die ganze Zeit reden. Max heißt er, glaube ich. Ich gehe scheinbar hinter ihm mal lang. Mich stört übrigens, dass er die ganze Zeit verborgen steht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe keine Ahnung. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Holzauge sei wachsam, aha, okay. Ja gut, die beiden werden ja gleich auseinanderlaufen, dann kann ich einfach darüber sprinten. Wie dumm wir auch sind, dass wir das nicht einfach ein bisschen versteckt haben wenigstens. Kann ich einfach so machen? Ja, Münzen dürften im Sand eigentlich keine Geräusche von sich geben. Tun sie trotzdem, okay.
Speichern nochmal schnell. Die Münze ist übrigens nicht so weit geflogen, wie ich wollte. Leider. No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Man konnte hier irgendwo. Ja, genau da. Da war dafür, wo man einen Schraubendreher. Den haben wir zum Glück. Gut, ich denke mal, es ist so gedacht. Keine Ahnung, was der macht, um ehrlich zu sein. Deshalb speichern wir vorher nochmal, weil den habe ich noch nie benutzt. Oder kann sein, dass ich ihn schon mal benutzt habe, das ist lange her dann. Was macht denn der Tranquilizer? Okay, ich schieße jetzt mal auf den Gegner hier. Okay, ich bin mir unsicher, was er macht, aber möchte ich halt gerade nicht. Ich werde danach nochmal so unauffällig wie möglich das Ganze so schnell wie möglich als auf schwer abschließen. Wir sind ja schon fast da. Sobald die an uns vorbei sind, können wir einfach aufstehen und laufen. Ich glaube, man kann das hier sehr, sehr schnell alles erledigen. So, das war's. Das sind jetzt in der Rohaufnahme irgendwie, ja, so 40 Minuten schätze ich mal mit dem Abschluss gleich. Also jetzt sind gerade bei 36. Von denen ungefähr 50% der Zeit rumgucken und schauen war nichts Sinnvolles tun auf jeden Fall. Doppelmotorisch, alter Schwede. Fette Kiste auf jeden Fall. Junge, warum rastet mein Computer bei Hitman so aus? Ist kein anderes Spiel, wo der so abgeht. Ja, ein paar EP haben wir gesammelt, aber nicht sehr viel. Und vor allem haben wir sehr wenig Punkte gemacht, sehr wenig Sterne. Allein schon, ne, weil Kills ohne Ende. Warte mal zurück. Ich wollte detailliert haben. Ja, genau. Strafe für Nichtziel hat schon halt 50.000 gegeben. Dann haben wir relativ lange gebraucht. Ja, das waren sehr wenig Punkte. Aber war ja abzusehen. Gut, ich würde sagen, ich halte mal meine Fresse und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations.
Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Ort Meyer stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules.